Ach, wir lieben Drama, nicht wahr? Wir lieben das. Und, die türkische Sprache eignet sich nicht wirklich für Drama, weil, ihr wisst es selber, wir haben zu viele Üs in der Sprache. Türkisch, witzige Sprache, weil alles auf bei uns in der Türkei, da kriegt der Hahn nicht kikiriki, sondern oh, ihr habt keine Ahnung, wo diese scheiß Üs herkommen. Wir haben zu viel von diesen. Wir können die verchecken, weißt du, in Straßenecke Frankfurt am Main. Psst, brauchst du Ü. Ja, es gibt so ein paar Sprachkulturen, die könnten ein paar Vokale gebrauchen. Kroaten hier, kroatisch. Ja, 2, 1,5, 4. Kroatisch, ihr habt eine witzige Sprache. Eure Sprache besteht nur aus Konsonanten. Was habt ihr mit den Vokalen gemacht? Die habt ihr irgendwann rausgeschmissen, ne? Nee, die Sprache ist... Guck mal, ihr habt vor der Adria, vor eurer Adria-Küste habt ihr eine Insel, die heißt Kirk. Es ist... wir können euch ein Ü abgeben für die Insel, weißt du? Dann heißt die Kirk oder... Wir haben zu viele Üs in der Sprache, ich weiß auch nicht. Und ihr Deutschen, ihr macht Witze über uns. Ja klar, Türkenwitze kennen wir alle. Kennen sogar wir Türken. Einige von den Türkenwitzen, die ihr erzählt, sind sogar gut. Ja, da kann man drüber lachen. Hier einen, den man mir erzählt hat, und zwar hat mir das vor 5 Jahren ein, ich würde sagen, es war ein Türke mit deutschem Migrationshintergrund. Nee, weil es war Markus, 13 Jahre alt, ein Fan von mir, und der hat aber nur Türkdeutsch mit mir gesprochen. Ja, Autogramme habe ich schon gegeben, der kam zu mir, ey, Kaya, alles klar, was geht? Ich guck den an, bist du ein Deutscher? Nee, ja, krass, ne, aber ich kann die Sprache. Und die Mutter stand daneben. Tun Sie was, Herr Jan. Markus. Markus war cool, kommt zu mir und sagt, ey Kaya, kennst du schon den neuesten deutschen Witz? Türkenwitz. Ich bin ja Türke jetzt. Er sagt echt zu mir, ey Kaya, kennst du schon den neuesten Türkenwitz? Und ich so, ja, ich bin mal gespannt, Markus, komm, gib her. Ne? Nee, er hat mir erzählt, ich musste lachen. Also, vielleicht kennt er den. Pass auf. Wie geht türkisches Glücksrad? Ich nehme ein Ü. Ding, 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 ding. Ihr dürft lachen. Ist okay. Nee, das ist kein Rassismus. Das ist die Wahrheit. Wir haben viele Üs. Das ist ein Witz, den könnt ihr... Das ist ein Witz, den kann man Türken erzählen. Wir lachen drüber. Aber Türken müssen uns den Witz erzählen, nicht Deutsche. Nee, nicht jetzt morgen zur nächsten Dönerbude. Ey, Ahmed! 2 Minuten später, pff, also, der Dönerspieß aus dem Herd, kann man den da rauskriegen?